Dann halten wir bitte fest, Rechtsgrundlage für den Betriebsrat, das Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG, können Sie abkürzen. BetrVG, Betriebsverfassungsgesetz. Und wir schauen uns drei wesentliche Punkte an, nämlich erstmal, wann zu gründen. Und das ist geregelt in Paragraph 1. Wann zu gründen, Paragraph 1. Schauen Sie da mal bitte rein. Wann ist eine Betriebsrat zu gründen? Sagen Sie es mir. Fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern. Wo? Wo? Steht da im Unternehmen? Mehrere Unternehmen. Nein, nein, nein. Vorher. Was ist das erste Wort? Im Betrieb. Aha. Fünf ständig wahlberechtigte Arbeitnehmer im Betrieb. Im Betrieb. Das ist wichtig. Wir werden gleich noch sehen, warum das so wichtig ist. Da steht in Betrieben mit sind Betriebsräte zu gründen. Richtig? In Betrieben. Ja. Greifen wir mal ein bisschen vor, weil wir gerade da sind. Unten auf der Seite finden Sie Betriebe und Unternehmen. Sehen Sie das? In Ihren Unterlagen. Betriebe und Unternehmen. Unten. Mhm. Ja? So. Im Paragraph 1 Betriebsverfassungsgesetz steht Betrieb. Was wäre, wenn dort stünde Unternehmen? Was ist der Unterschied? Betrieb ist die organisatorische Einheit. Bitte notieren. Die organisatorische Einheit. Das heißt, wenn fünf Leute organisatorisch zusammengefasst sind, zum Beispiel in einer Abteilung, haben wir einen Betrieb. Und Unternehmen ist die rechtliche Einheit. Das ist was ganz anderes. Ja, das heißt, das Gesetz stellt für die Gründung von Betrieben in § 1 ab auf die organisatorische Einheit. Und was ist nun, wenn zwei in Flensburg sitzen, einer in Duisburg, einer in Hamburg und einer in München, und die arbeiten zusammen, ist ein Betriebsrat zu gründen, ja oder nein? Schauen Sie in den Paragraph 1 rein. Fünf Mitarbeiter sind total verteilt in Deutschland, Hamburg, München, Flensburg, sonst wo. Ja, das ist was anderes. Gemeinsame Betriebe, mehrere Unternehmen. Die Spaltung, ist das Absatz 2, Aha. Nummer 2? Ja, nämlich? Die Spaltung eines Unternehmens? Nein. Nicht? Mm-mm. Nein. Ohne dass ich dabei die Organisation... Nein, 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 nein. Aha, zur Verfolgung, ja? Gemeinsame Nutzung der Betriebsmittel. Also ist richtig, müsste es... Also hier ist ein Betriebsrat zu gründen. Wohlgemerkt immer nur, wenn die Arbeitnehmer das tun. Ja, SAP hatte viele Jahre keinen Betriebsrat, obwohl die definitiv mehr als fünf haben. Definitiv. Ja, also die Initiative muss aus der Arbeitnehmerschaft kommen, aber der Gesetzgeber geht hier davon aus, bei fünf ständig Wahlberechtigten. Wie schafft McDonald's es, dass in vielen McDonald's-Betrieben keine Betriebsräte sind? Was ist hier das Schlüsselwort? Wie schafft McDonald's es, dass McDonald's in vielen McDonald's-Restaurants keinen Betriebsrat hat? Was ist das Schlüsselwort? Wieder ins Gesetz schauen, bitte. Nein. Die Organisation? Nein. Was steht da in Paragraph 1 im ersten Satz? In Betrieben mit? In der Regel. In der Regel? Achso, und das sind alles Aushilfen. Ja, was ist das Wort? Ja, mindestens fünfständig. Ständig! Ständig ist das Wort. Ja, die haben Aushilfen. 3 Monate, 2 Monate, Schüler, Studenten. Ja, die haben nicht fünf, die haben nicht immer die gleichen. Die haben zwar vielleicht fünf, aber nicht immer die gleichen. Ja, so. Und schauen Sie bitte, wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen. Wir haben unten notiert Betrieb, Unternehmen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt in Paragraph 1 Unternehmen schreiben würden, dann wäre das die rechtliche Einheit. Und dann sagen wir, wissen Sie was, jeder Arbeitnehmer hier ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Ja? Da haben wir nie einen Betriebsrat. Das Gesetz stellt ab auf die organisatorische Einheit. Fünf Menschen organisatorisch zusammengefasst, kann sein am gleichen Ort,
muss nicht sein am gleichen Ort, wie wir gerade gesehen haben. Wenn Sie gemeinsam die Betriebsmittel nutzen, ist ein Betriebsrat zu gründen. Kennen Sie vielleicht noch Wienerwald? Mhm. Der Jan damals, der Jan vom Wienerwald, der hatte ein rotes Tuch und das hieß Betriebsrat. Und der hat seine Wienerwald-Restaurants so organisiert, dass er ein Wienerwald-Restaurant mit 4 Leuten betreiben konnte, damit sich kein Betriebsrat gründet. Der hat unglaublich viel Gehirnschmalz investiert, damit er keinen Betriebsrat hat. Also, was wir verstehen müssen ist, der Gesetzgeber stellt ab auf die organisatorische Einheit, nicht auf die rechtliche Konstellation. Ja? Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.